So, hi Leute, willkommen zurück zu Remember Me. Heute geht es weiter in den Slums und wir machen uns auf den Weg ins Leaking Brain. Und hier sind irgendwo Leaper unterwegs. Du wirst ja hier. In diesem Bezirk herrscht eine temporäre Ausgangssperre. Bleibt hier raus. Die öffentliche Bewegungsfreiheit ist bis auf weiteres eingeschränkt. Das haben wir schon mitgekriegt, das habt ihr schon mal gesagt vor allem. Körperschmuck und Farbe. Da werden Robos wiederbelebt. Happy Hour. Keinen herumlungern. Ja, Bob, ich meine dich. Ja, Bob, lungern nicht so rum, ne? Ah. Es geht doch keine Sau. Kann das sein? Hier vielleicht? Hey. Tatsache, hier. Gemütliche Ecke. Sehr klassisch eingerichtet, möchte ich meinen. Warnung, Sektor nach Regierungsbeschluss 28CA unter Quarantäne. Alles klar. Skarmächs sind Parasiten, die sich von Energietransfers aus der Umgebung ernähren. Achten Sie auf das Charakteristikum, um sie aufzuspüren und zu töten. Ah ja. So. Die Sache hier geht den Bach runter. Ja, so ein bisschen. Touristin und aktuelle Spießgesellin von Edge scheint dies zu bestätigen. Der Chef der Saber-Einheit, Captain Hardkante Trace, versprach die gnadenlose Beseitigung dieser Bedrohung für Neo Paris. Während Notfallteams die Saint-Michel-Flut nicht in den Griff bekommen, bezichtigte sich der rätselhafte Terroristenführer Edge dieses unverschämten Sabotageakts. Die verpatzte Festnahme der perversen Gedächtnisräuberin Nilin, Terroristin und aktuelle Spießgesellin von Edge, scheint dies zu bestätigen. Der Chef der Saber-Einheit, Captain Hardkante Trace, versprach die gnadenlose Beseitigung dieser Bedrohung für Neo Paris. Während Notfallteams die Saint-Michel-Flut nicht in den Griff bekommen, bezichtigte sich der rätselhafte Dann wissen wir also, wer, oder gibt es die Spezialität des Tages, wer unser nächster Gegner hier wird. Da sind ja schon wieder... Das ist nervig. Irgendwo, wo es brennt oder so. Da brennt's. Eine neue Combo ist im Combo Lab verfügbar. Yay, wir haben eine neue Combo. Schlag, Kick, Kick. Oh, habe ich noch was frei überhaupt? Ja, hier einen Kick haben wir noch frei. Oh, und wir haben noch Faustschläge frei. Nein. Ja, das kann ich so nicht machen, ne? Aber egal. Achso, ja, so. Achtung, eine... Ja, ist mir klar. Bam, bam. Komm, hau ihn nieder. Puff, so. Will noch jemand ein bisschen Spaß mit mir haben? Nein. Dachte ich mir. So. Noch ein Sat-Patch. Komm, schau mal. Nein. Ist hier sonst noch irgendwo was? Scheint nicht so. Dann machen Sie die Tür auf. Hier ist da nicht letztes Mal irgendwer rumgelungert oder so? Oder täusche ich mich? Was? Oh, da oben. Aber hier könnte was sein. Okay. Optische Sensoren außer Betrieb. Ah, den hat wohl jemand demontiert.
Achtung, Hochspannung. So. Besser. Das ist voll gruselig, diese komischen, ich hasse sowas, so komische Puppen und sowas, das ist immer voll gemein. Willkommen bei Maggie hat zuerst gewusst. Politisch unkorrekt und allgemeines Blablaton. Blablaton. Mein Trautschwärmer heute ist Captain Gabriel Trace, der Peer-Ernst-Chef der Saber-Einheit. Hallo Captain, Ihr Kommentar zur erroristischen Bedrohung? Das ist das letzte verzweifelte Aufbäumen einer sterbenden Bewegung. Ach ja? Massive Sabotage, irres Hochwasser, tausende von Bürgern in den armen Bezirken veranstalten Molotow-Straßenfeste und Pennerparaden. Der bald Staatsfeind Nummer 1, die Kratzbürste Nilly, immer noch frei rumläuft. Er flämmt mich Diese nicht. Diese tote Bewegung tanzt doch auf den Tischen. Saber-Einheiten sind rund um Slum 404 im Einsatz, um Unruhen einzudämmen. Das Chaos darf nicht regieren. Und für Nilin wird ihre alte Zelle in der Bastille fertig gemacht. Danke, Schnuckiputzis. Klar, die wenigen Bürger, die noch nicht randalieren, sind total beruhigt. Ich bin Perky Maggie und sag, wie es ist. Willkommen bei Maggie hat's zuerst gewusst. Maggie hat's zuerst gewusst. Das ist eine ganz schön professionelle Nachrichtensendung. Da gibt's Bits. Das ist eine hübsche Zeichnung. Auch hier. Das muss man schon sagen. Kevina wartet auf dich. Hallo Kevina. Ich glaube, wir sind hier irgendwie so ein bisschen im Erotikviertel angekommen. Private Feier. Ja, ich hab's ja schon mal erwähnt. Ich finde das ja irgendwie hier so ein bisschen pervers. Ich heile deine Traurigkeit. Ja, komm, versuch's doch. Aber wir müssen natürlich boxen. Was feuern Sie mit dem Spammer auf Marodeure, die von den Wänden hängen? Okay. Bam! Hilfe! Wie war das? Moin! Bam! Ich hab's schon wieder vergessen. Bam! Wie man das Ding aktiviert hat. Nein, so nicht. Bam! Autsch! Hey, der ist gut. Du sollst nicht auf den gehen, sondern auf die Kleinviecher. Bams. Mach sie weg. Bams. Mach ihn weg. Bams. Bams. So. Jetzt kriegst du noch ein paar auf den Platz. Bam. Komm, mach ihn weg. Mach ihn weg. Ups. Na komm. Ah!
Und... Pling! So. Geht doch. Arschlöcher. Okay, hier haben wir wieder ein Tipp, wo was ist. Das sieht aus wie irgendwo oben auf dem Dach. Bam! Bam, so. Ist hier noch irgendwo ein Dach? Komm ich da irgendwo hoch? Nein. Nein. Muss ich wohl wirklich hier hoch? Boah, das sind Sprünge. Ich glaub's ja wohl nicht, dass das... Jo, hier ne Lön jetzt, aber... Okay, nach oben muss ich drücken dafür. Teilweise ist die Störung ein wenig seltsam. Also, so zack und hier rüber. Einmal fallen lassen. Und hier hoch. Sehr schön. Jax, diese Werbung, die kenne ich. Ein gutes Zeichen, Schwester. Dein Kerngedächtnis hat der Behandlung widerstanden. Happy Place, hier wohnt der Spaß. Jax weiß alles. Jax kann alles. Jax liebt Kinder und Kinder lieben ihn. Zu seinem 25. Geburtstag ist Jax nun wieder da. Mit tollen Neuheiten, die ihn zum beliebtesten Spielzeug der Saison machen. Jax der Panda, ein Happy Place Produkt. Jax! Hier wohnt der Spaß. Jax weiß alles. Jax kann alles. Jax liebt Kinder und Kinder lieben ihn. Irgendwie ist Jax ziemlich nervig. Entschuldigen Sie bitte, hier ist Langspringen verboten. Bitte machen Sie das nicht. Verstanden? Was ist das denn? Kick, Punch, Kick, Punch, Kick. Oh, jetzt hier, sag mal. Ich habe leider vergessen. Nein, so habe ich das auch nicht ausgewählt. Wie ich das ausgewählt habe. Ja, das spielt man mal ein, zwei Tage nicht. Und dann fehlt einem sowas. Wie ich hier meinen Super Finisher Power Modus aktiviert habe. Bams! Nimm das, Arschloch! App! Und hier, komm! Gib ihm! Um das Sensor-Menü aufzurufen. Oh, hab ich was Neues freigeschaltet mal wieder. Oh, was ist das denn? Eine neue Impressionsklasse ist verfügbar. Benimmt nur der vorangegangenen Impression. Okay. Okay, denken Sie ebenfalls daran, dass je weiter hinten eine Impression in einer Kompilation ist, umso größer der Effekt sein wird. Dies betrifft auch Captain-Impressionen. Okay. Wo habe ich denn noch was frei? Da, so. Hauen wir das Ding da rein. Nimm! Da ist ja schon wieder so ein großer. Hey! Hilfe! Hilfe! Oh Gott, ey. Ja, wieso? Ne, Löhn! Wieso siehst du schon wieder sowas an? Autsch!
Ich hasse... Also das Zielsystem hier ist ziemlicher Bullshit. Autsch. Autsch. Spring doch! Spring drüber! Oh. Einmal geht's nicht. Okay, einer ist noch da. Hau ihn weg! So. Irgendwas Neues freigeschaltet hier. Irgendeine neue Impression oder so. Ah, hier. Da können wir was freischalten. Einen Kick muss ich hier nehmen oder was? Ja, okay. So. So, jetzt geht's dir an Kragen. Was? Bams! Komm, hau ihn weg! Hau den Typen weg! Okay, pass auf, du Arsch! Jetzt kriegst du was von Latz geblastert. So. Weil Blastern ist immer gut. So, was ist das hier für ein Ding? Ich will auch so cool klettern können wie die Leaper. Das sind voll die Kletterskiller. Da ich auch einfach die Typen runterschießen schubsen kann, glaube ich. Ja, okay. Dann zur Leiter. Höp. Ja, danke. Höp. So, einmal hier rumhangeln. Oh, sag mal hier. Höp. So. Hier ist hier unten, oder? Ein Fokusboost. Ich finde es halt schön, dass man die Haken immer schon sieht, wo man langklettern könnte. So. Sehr gut. Ohne überhaupt zu wissen, dass man da lang muss. Bam! Öffnen Sie die Tür. Polizei, aufmachen. Mhm. Café de Docks. Das Café an den Docks. Nillen, ich warte am Leak in Brain auf dich. Ich freue mich darauf, dir bei der Suche nach Johnny zu helfen. Johnny? Johnny Greenteeth, das Schreckgespenst aus Slum 404. Er erinnert sich noch an die alten Gänge unter der Bastille. Zumindest sagt Edge das. Okay, ich komme rein. Ja, dann gehen wir mal in unser Lieblingscafé, das Leaking Brain. Gefahr, 1041 Grad Celsius. Ui, ist ein bisschen unangenehm. Obwohl, wärmer als es hier in Wirklichkeit draußen ist, kann es auch nicht sein. So, da Memorize und der Sensen. Bam! Höp! So, jetzt müssten wir im Grunde gleich beim Leaking Brain sein. Nehmen wir einmal eine Heilung mit. Bedienfelder. Gut, aber ich mache hier mal ganz kurz eine Pause und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin würde ich sagen, Tschüssikowski, Jungs, weil ich will mal kurz in der Steuerung nochmal nachschauen, wie das war mit den Super-Kombo-Dingern. Also, bis nächstes Mal. Ciao!